So, meine lieben Freunde, ich wünsche euch wieder spannende Unterhaltung bei unserem sechsten Kampf, dem zweiten Halbfinale. Unserer 2-3-0-Sieger, was nichts heißen mag. Wie wir uns im ersten Halbfinalkampf schon gesehen haben. Wir haben hier den Wiccan Herculeo UW 145er Metal Flat, wie wir hier im Bild weiter oben zu sehen bekommen. Wir haben auf der anderen Seite unseren Gravity Destroyer 105 White Ball. Und das heißt für uns ganz klar ein Angriffstyp gegen einen Balance-Typ, Ausdauertyp, Verteidigungstyp, whatever für Typ. Und ich denke, das wird ein spannender Kampf werden hier in unserem Fasching Special. Wir werden auch hier wieder einen Left Angriffe von unserem Gravity Destroyer erwarten können und einen Right-Angriff von unserem Vulcan Herculeo. Das heißt, werden wir heute wieder einen 3-0-Kampf sehen oder werden wir es spannender haben und mehr als drei Kämpfe? Also, ich will euch nicht lange vorenthalten. Wir sehen schon, Gravity Destroyer ist total ungeduldig. Bis dahin, euer Spielpirat. Oh, die Arena ist schon fast diagonal. Zwei Kämpfer, der Kämpfer natürlich. Die haben Spaß. Wer wird hier siegen? Wer wird hier gewinnen? Oh, das war ein fieser Angriff vom UW-145-Besitzer mit dem UW-145. Vulcan Herculeo. So, das heißt aber noch lange nichts. Das heißt aber auch nicht viel, das heißt aber auch nicht wenig. Ein Punkt ist schon mal ein Punkt Vorsprung. Wir fangen jetzt an mit Vulcan Herculeo in die zweite Runde zu starten. So. Und ab dafür! Left gegen right. Wir haben Spannung. Die Arena ist fast kaputt. Zumindest scheint es so. Man sieht hier ganz doll die Eigenschaften der Halfpipe Arena. Sie geht auf jeden Fall mit. Aber sie verliert auch Farbe, wie ich an den Spitzen sehen kann. Aber sie hilft auch, dass es ein bisschen spannender wird. Und hey! Man mag es kaum glauben, der Gravity Destroyer hat einen Punkt geholt. Somit steht es 1-1. Erstmalig 1-1 in diesem gesamten Turnier. Wir starten also in die dritte Runde mit einem Unentschieden. Und unser Left Spinner fängt an. Maximale Power, maximales Faschingsvergnügen. Wer kann hier jetzt nur den Punkt entscheiden? Harte Kämpfe, harte Aufeinanderstöße. Sie nehmen sich beide nichts. Sie wollen unbedingt den Sieg. Sie wollen beide ins Finale. Sie wollen beide gegen Crested Tempo GB145 Whiteball antreten. Was wir hier auch sehen können, dass es spannend wird. Oh, Gravity Destroyer, ich hätte es nicht gedacht, holt seinen zweiten Punkt. Ich habe mir ja schon hier den Vulcan Herculeo als Favoriten ausgesucht, aber ich will das hier nicht beeinflussen. Das ist ein Kampf, der soll fair und sportlich stattfinden. Und auf geht's in die vierte Runde mit einer 2-1-Führung für den Gravity Destroyer. So, das wäre ja Manipulation, wenn ich das gelten lassen würde. Tue ich natürlich nicht. Wir starten einfach nochmal in die vierte Runde. Wer hat denn sowas? Ja, so ein Klitschko dürfte sowas nicht machen. Nochmal irgendwo in der Runde starten. So. Wer wird den Punkt für sich entscheiden? Wow. Gravity Destroyer habe ich gerade in der Wand gesehen. Ja. Und das hat ihn auch geschwächt. Wir haben hier ein Unentschieden, nein, Ausgleich. Punkt für Welcome, Herr Coolio. Und somit wird es ein interessantes Finalmatch geben. So, fünfte Runde in diesem schönen Kampf. Es wird spannend. Los geht's. Was wird hier passieren? Leichte offene Haltung von Vulcan Herculeo. Somit angreifbar. Allerdings hat jetzt hier in der Halfpipe der Gravity Destroyer auch an Kraft verloren und wird jetzt hart attackiert.
In einem spiralförmigen Muster von unserem Valkyrie Coolio. Er entzieht eben mit seinem Fusion Wheel und seinem Energy Ring, dem UW-145, die Kraft. Und wir haben einen Sieger im zweiten Halbfinale. Es ist Wacken Herculio UW. Stell scharf, Kamera. Stell scharf. Mach hitte. Na, also. Klappt doch einigermaßen. UW-145er mit einer Metal Flat. So, und raus bist du. Du lahme Kuh. So, Gravity Destroyer ist raus. Somit haben wir einen Finalgegner und einen zweiten Finalgegner. Den einzigartigen Twisted Tempo. Und den ebenfalls einzigartigen Wacken Herculio. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir freuen uns auf den nächsten Kampf. Bis dahin, euer Spielpirat.